Moin Leute, herzlich willkommen zurück zu diesem neuen Video und schön, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid. In dem heutigen Video gibt es den wohl einsteigerfreundlichsten Rose-Oud-Duft, den ich persönlich kenne. Und das ist der Mansa von Pernod. Der ist jetzt ganz neu in meinem Shop und ihr bekommt hier eine wunderschön fruchtige Rose-Oud-Kombination mit Fokus auf den blumigen und fruchtigen Noten. Und deshalb ist es meiner Ansicht nach der beste einsteigerfreundliche Oud-Duft. Also das Ding ist wirklich ganz, ganz frisch jetzt in meinem Shop angekommen. Deshalb habe ich auch hier die Originalverpackung und wollte euch mal zeigen, was euch da auch so an Unboxing-Erfahrung erwartet. Denn die beiden Pernod-Gründer haben jetzt seit ein paar Wochen erst eine neue Verpackung und eine neue Aufmachung. Vorher war das Ganze so ein bisschen in einem Design von Jo Malone-Düften. Ja, also die hatten so eine Kappe, die sehr ähnlich aussah. Inzwischen haben sie aber eine eigene Kappe und eine Holzumverpackung. Also das hier ist tatsächlich Holz. Und das ist dann nochmal beschichtet mit so einem plastikähnlichen Finish, Silber eingeprägt. Also wirklich sehr, sehr schön. Und wenn man das Ganze aufmacht, sitzt da der Flakon auf einem Samtkissen, was ich persönlich auch sehr, sehr nice finde. Und ja, es gibt natürlich auch zu diesem Flakon wieder eine Geschichte, ja, denn Mansa ist tatsächlich der Herrscher über das Mali-Reich im 13. Jahrhundert und Mansa bedeutet König oder Herrscher und es ist eben die olfaktorische Metapher von Wohlstand und Großzügigkeit, ja, also schon mal eine sehr, sehr spannende Geschichte. Ich habe den Duft eben auch schon mal kurz aufgesprüht. Passend zu diesem Thema habt ihr hier auf dem Flakon auch diese zwei französischen Lilien oder diese Speere, möchte ich sagen, ja, die einfach für diesen Wohlstand stehen und vorne steht drauf Mansa, der Name von dem Duft. Und wir haben hier an Duftnoten Brombeere, rosa Pfeffer, Iriswurzel, Oud, Rose, Amber, Schwarz-Johannisbeere, Safran, Patchouli, Heliotrop, Moos und Moschus. Das bedeutet, du hast hier auf jeden Fall schon mal so eine typische Rose-Oud-Safran-Kombi, allerdings mit starkem Fokus auf der Rose und mit relativ wenig Oud, wie ich persönlich finde. Was gut ist, weil es eben den Duft perfekt macht für Einsteiger, die noch nicht so an Oud gewöhnt sind und zum Beispiel bei so einem Oud 31 ja, eher zurückschrecken würden von der Duft-DNA her. Das heißt, der Duft ist wirklich gar nicht animalisch, hat nur so eine ganz subtile, dunkelholzige Note im Hintergrund und hat vor allen Dingen eben so dieses Rose-Heliotrop-Iriswurzel-Thema, also so ein florale Kombination, auch eigentlich nicht zu viel Rose, ja, sondern es ist eben, wird aufgeweicht durch diese anderen Blüten. Und dann hast du eben noch was mit dabei, was, wie ich finde, diesen Duft sehr, sehr massentauglich macht. Und das sind einfach diese Beeren, die da mit drin sind. Also Brombeere, Schwarz-Johannisbeere, am Anfang rosa Pfeffer, was so ein bisschen übrigens an den Vitias von Pernod erinnert, also an den frischen Duft von denen. Ja, das war ja wirklich ein sehr, sehr pfeffriges Ding. Und ich finde auch, wenn wir gerade schon bei dem Thema sind, dass dieser Duft hier auch eine sehr Pernod-typische DNA hat. Also man merkt inzwischen, die haben so ihren Groove gefunden und haben so ihre DNA, die auch in jedem dieser Düfte irgendwie vorkommt. Das finde ich persönlich sehr, sehr cool, weil es dann doch irgendwie so den Bogen spannt über diese sehr verschiedenen Düfte. Du hast ja von Vitias, der frisch und herb ist, hast du ja bis zu so einem Amoral und einem Mazar vielleicht, der sehr dunkel und ledrig und trocken und udig ist, hast du natürlich sehr viele verschiedene Facetten hier mit drin. Und auch Mansa ist jetzt wirklich ein neuer Duft, der nicht in die anderen irgendwie so, der nicht zu ähnlich zu den anderen Düften ist, die rausgebracht haben, sondern es ist jetzt wirklich ein Frucht Rose-Oud-Duft, ein fruchtiger, blumiger Duft mit so einer dunkelholzigen Basis und das passt, finde ich, sehr gut in das Line-Up und es dürfte wahrscheinlich auch so der gefälligste der Düfte sein. Das heißt, wenn ihr mit der Marke noch keine Berührungspunkte hattet und ihr möchtet gerne mal die Marke ausprobieren, dann glaube ich, werdet ihr hiermit sehr, sehr glücklich sein, weil diese fruchtigen Noten einfach sehr gut für die meisten Leute funktionieren. Was noch dazu zu sagen, auf Parfumo hat der Duft schon eine Bewertung von 8,7 und eine Haltbarkeit von 8,9, das Jahr schon 7,8, also ist hier wieder der Pernod-Haltbarkeits Zug am Start, ja, also man muss wirklich sagen, dass da sehr, sehr starke Performance hintersteckt, hinter allen von den Düften und so ist es auch hier, also bekommt ihr auch hier einen sehr performanten und gut gemachten Rose-Oud-Safran-Duft mit Fokus auf den blumigen Noten und einer gewissen fruchtigen Note, die das Ganze einfach sehr gefällig macht. Jetzt natürlich auch wieder der freundliche Hinweis, Samples gibt es von der offiziellen Website, die werde ich unten verlinken, wenn ihr den Duft aber bestellen möchtet, würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn ihr das auf meiner Seite macht, denn ich führe den und ich kann auch bei diesem Duft sagen, dass es, wenn jemand meinen Geschmack kennt, eine uneingeschränkte Kaufempfehlung gibt von meiner Seite aus, wie bei allen Pernod-Düften, ja, weil ich hinter allen von diesen Düften extrem hinterstehe und die auch selber regelmäßig trage. Also wirklich sehr, sehr häufig. Amoral gehört zu meinen meistgetragenen Düften jeden Monat. Und ja, das möchte ich euch gerne dann an dieser Stelle auch ans Herz legen. Also wenn ihr euch einen Flakon sichern möchtet, tut das gerne. Link dazu steht in der Beschreibung drin. Ansonsten würde mich jetzt natürlich interessieren, wenn ihr diesen Duft schon getestet habt, schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare. Ich bin sehr gespannt. Und das war es soweit von dem Mansa von Pernod von meiner Seite aus. Und ja, ich bedanke mich bei euch für die Aufmerksamkeit. Wir sehen uns gerne im nächsten Video wieder, Leute. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Bis dann, euer Kai.